Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Secret of Evermore. Ja, anhand der super tollen Musik könnt ihr erkennen, wo wir uns hier immer noch befinden. Wir sind hier in der Pyramide immer noch auf der Suche nach dem zweiten Juwelenauge. Ja, wir haben hier schon einiges entdeckt. Wir haben auch in der letzten Folge eine neue Waffe erhalten, erinnert euch, nämlich diese coole Axt, mit der wir jetzt poröse Wände zerstören können und somit neue Orte erkunden können. Im Übrigen habe ich immer wieder Scheiße gelabert, das ist ja irgendwie nichts Neues in diesem LP. Die Pyramide ist nicht mit solchen Gängen in der Wand gesegnet. Sag mal, jetzt reicht's mir aber hier. Ihr ollen Ärsche. Höllenfaust, ja, ist egal. Machen wir einmal. Und flupp. Was haben wir hier? Nektar. War ja auch gar nicht irgendwie absehbar oder so. Ja, hier unten will ich hin. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da laufen muss. Weil ich hatte jetzt ein Momentchen Pause. Dementsprechend muss ich natürlich erstmal schauen, wie das jetzt alles ist hier. Ob das überhaupt noch irgendwie zusammenpasst. Hier war der Raum, in dem wir gekämpft haben für die Axt, die wir jetzt aber bekommen haben. Ich glaube, das ist die Bronze-Axt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und hier brauchen wir jetzt mal wieder die Unterstützung unseres Hundes. So, sehr schön, danke Hund. Cool, jetzt ist der Gegner hier weg, das ist ja auch genial. Ist das ein Bug oder muss das so? Wie dem auch sei, ich möchte jetzt hier nämlich rein. Das wäre mir ganz wichtig. Damit wir hier alles noch so weit erkundet kriegen, weil mir ist so, als ob man hier vielleicht noch eine Formel von Hector Lector finden könnte. Sprich, eine Formel, die wir dann mit aktivieren können, wenn wir eine Zauberperle werfen und den Hector aktivieren. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ist das dann hier ihmchen hier oder welche ist das? Nein, okay, es ist definitiv die falsche. Aber auch das müssen wir alles noch ablaufen. Oder ich sage das mal so, ich möchte es gerne ablaufen. Denn ich möchte so viele Geheimnisse wie möglich aufspüren. Das wisst ihr ja schon, das habe ich ja bereits im ersten Part angedeutet. Und dazu stehe ich immer noch. Ist es jetzt das, wo ich vorstehe? Nee, oder? War das jetzt das? Nee. Ich dachte, das wäre jetzt durch einen Bug vielleicht der Held irgendwie weg gewesen. Nee, alles cool. Er steht auf der letzten Ecke und trotzdem klappt's. Hier müssen wir wieder aufpassen. Wir haben hier wieder so ein kleines Bastet-Zepter. Soll mich nicht weiter stören. Wir machen jetzt ja eh nicht so viel Damage. Sie sind nur etwas langwieriger, weil sie eine ganz gute Panzerung haben. Nichtsdestotrotz kriegen wir dich ganz schnell kaputt, mein Freund. Wirst du sehen. Die haben jetzt auch nicht übermäßig viele KP. Es ist einfach nur das Problem, dass man sie so schlecht attackiert kriegt. Oh, jetzt habe ich daneben gehauen. Jetzt ist es mir zu blöd. Ja. Hundekuchen. Toll, für Hundekuchen. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Was ist denn hier drin? Blätter. Ja, Blätter, das kriegen wir hin. Das ist ja nun nicht der Akt. Dann kann ich mir jetzt in dieser Zeit nochmal ein Blatt zu Gemüte führen. 130 Schadenspunkte von unserem Feuerball. Auch eine sehr, sehr gute Formel, hatte ich ja schon gesagt, dass es eine der besten Formeln ist, die man hier so mit im Spiel erhalten kann. Aber ich glaube, die Attacke, die wirklich dann letztlich auch die stärkste ist vom Ganzen her, die gibt es, glaube ich, erst in der nächsten Epoche zu finden. Ich weiß jetzt spontan nicht mehr genau, wie das da zusammenhing, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall sei gesagt, dass es eh noch sehr spannend wird hier im Spiel. Ja, genau, da habe ich jetzt wieder das richtige Tor geöffnet. Dann wollen wir mal zurücklaufen und schauen, wo wir jetzt hier noch so lang kommen. Um eben diese ganzen Gänge dort noch zu erkunden. Ich möchte ja hier, wie gesagt, so viel wie möglich mitnehmen. Auch wenn ich die Pyramide augenscheinlich mal wieder verwechselt habe. Das passiert mir öfter irgendwie, dass ich diese Level-Designs total durcheinander bringe. Das muss dem geschuldet sein, dass ich Secret of Evermore wirklich effektiv einige Zeit nicht gespielt habe. Alle? Da oben ist noch ein Bastet-Zepter, habe ich doch gesehen, genau. Oh. Da oben ist dann noch einer.
Double Kill macht nichts. Dass es nicht alle drei waren. Oh, da ist noch ein Schädelgeier und da ist links noch einer. Mir juckt gerade mein Ohr, das ist voll eklig. Es ist immer total unangenehm irgendwie, wenn man das Headset auf hat und dann fängt es an zu jucken. Das belastet mich immer total. Mich nervt es schon, dass meine Augenbraue juckt, aber die kriege ich noch halbwegs gekratzt. Bei meinem Ohr ist das gerade ein bisschen anders, weil da ist halt das Headset drauf. Ja. Ja, diese First World Problems, nicht wahr? Ich weiß, ihr seid hin und weg. Wohl eher weg als hin, aber das macht jetzt auch nichts. Ist eigentlich total erbärmlich, was ich hier mache. Möchte ich hier runter? Weiß ich jetzt noch nicht. Man muss jetzt hier nämlich aufpassen, dass man nicht aus Versehen die falsche Tür öffnet. Weil dann hat man ganz schnell den Hund wieder bei sich und das Problem ist dann eben, dass man hier nicht mehr alles erkunden kann, weil die beiden sich ja gegenseitig folgen. Ey, ey, 159 Schadensoutput, das sieht doch ganz gut aus. Geh weg. Flieg weg. Wie auch immer. Geh weg. Hau ab, du Flatterschädel. Nee. Ist jetzt die Frage, möchte ich da hin? Das ist jetzt wirklich die ultimative Frage. Oh, ich habe ihn mal getroffen. Da bin ich jetzt ja ganz erstaunt gewesen, dass ich das jetzt mal geschafft habe. Ey, ist gut jetzt. Heute ist im Übrigen Mittwoch. Ich bin mal wieder total müde, aber es ist mir scheißegal, weil morgen ist frei. Freitag ist auch frei. Da macht der Freitag seinem Namen mal wieder alle Ehre. Boah, jetzt reicht's mir. Ich wollte dich sanft töten. Mit der Axt. Und jetzt hast du die harte Tour bekommen. Mit dem Feuerball. Der über 300 Schaden gemacht hat. Ich hoffe, das ist okay. Weil ich möchte jetzt den Hund noch nicht wieder da haben. Nicht, dass ich den Hund nicht toll finde. Das ist es nicht, aber... dann habe ich eben die Möglichkeit, nicht mehr das hier zu erkunden. Zauberperle gefunden. Das ist sehr schön. Weil die Pyramide ist eben insofern schwierig, weil wir hier den Hund nicht als unseren Helfer oder als Kämpfer an der Seite haben. Das müssen wir quasi mehr oder weniger alleine durchstehen. Nektar mal wieder. Nee, hier wäre der Hund, glaube ich. Das möchte ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt erstmal schnell gucken. Bevor ich ihn hier raushole, erst gucken, weil ich weiß, dass hier noch, ich glaube, zwei Türen hatte er mir noch nicht geöffnet. Jetzt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen da oben aufmachen. Hast genug Elixier, nur das können wir ändern. Elixier haben wir hier. Elixier haben wir hier. Ich habe gereimt. Nico, ja, hast du es gehört? Ich habe gereimt. Ja, ich weiß, es ist total banal, sich darüber so zu freuen, aber irgendwie habe ich diese Eigenart und ja, ich habe mir sagen lassen, dass sich da jemand grundsätzlich mit mir freut, wenn man in meinem LP das mitkriegt, dass ich irgendwas reime oder irgendein bescheuertes Wortspiel gemacht habe. Es gibt mir nämlich auf der anderen Seite genauso. Insofern passt es, wenn ich das mal so aus Spaß und der Freude eingebaut kriege. Ey, jetzt reicht's. Da bin ich jetzt gerade ungeduldig. Ja, komm, Hitzeblitz, ist in Ordnung. Und immerhin. So, gehen wir hier rüber. Finden wir hier noch irgendwas Bahnbrechendes? Nö, aber hier ist eine Tür. Oder ein Tor, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Es ist ja eher ein Tor, dessen Gitter oder Stäbe, wie auch immer. Ja, Gitter. Auf jeden Fall kommen wir so nicht durch. Ah, ich habe ein Level Up. Sehr schön. Level 22 erreicht. Hundilein. Pundi, Pundi. Schnundi. Könntest du mal, please, hier öffnen? Pleiase, mein Hase. Hm, hast du fein gemacht. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder gucken, genau, dass wir nicht diese Statuen da zum Leben erwecken. Das heißt, also wir müssen jetzt hier wieder möglichst genau über dieses Symbol laufen, nicht über das andere. Weil ansonsten können wir uns wieder über... die Aktivität dieser tollen Statue freuen. Oh, flatter Shadley Badly. Sagt mal, könnt ihr mal aufhören, mich hier zu nerven? Bastelzepter. Hier lohnt es sich jetzt schon wieder, ein Feuerball loszulassen. Du kriegst auch einen. Wie jetzt, sie lebt noch.
damit hat auch unser Hund ein Level-Up zu verzeichnen. Ist das nicht schön? Ja, das habe ich nur für meinen Hund gemacht. Mhm. Ich habe schon wieder nicht mehr so viel an Zeug. Hitzeblitz. Ja, ein bisschen was an Zauber brauche ich auch noch für den Boss. Naja, brauchen tue ich es nicht, weil der Boss ist eigentlich relativ lame, finde ich. Er sieht zwar episch aus, aber irgendwie ist er relativ einfach, aber das werdet ihr dann ja noch sehen. Also ich habe ja vor, euch den zu zeigen, logischerweise. Es geht ja auch nicht anders. Achso, hier waren wir ja schon. Ich bin jetzt quasi hier einmal im Kreis gelaufen, habe das erkundet. Aber macht nichts. Was haben wir hier? Blitzgenesung erhalten. Ist es das, was ich glaube? Zauberperle. Guck mal einmal hier. Blitzgenesung, tatsächlich. Tatsächlich. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine von diesen Formeln, die Hector uns zur Verfügung stellen kann, zu finden. Also das ist jetzt wirklich etwas, was mich sehr freut. Ich wusste doch, dass es das hier noch irgendwo gibt. Ich war mir bloß nicht mehr sicher, ob das wirklich in der Pyramide ist oder ob es das in der nächsten Epoche zum Beispiel gibt. Ich weiß nur, dass es eben dementsprechend der Fall war. Zumal Hector das, glaube ich, auch selbst angedeutet hatte, als wir ihn getroffen haben das letzte Mal. Oder das erste Mal, weil er hat uns dann ja... Oh Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen. Weil er hat uns ja dann das alles mitgegeben. Und ja, super Sache. So, können wir jetzt hier zurück. Da ist ein Ausgang. Ja, das ist schön, aber da will ich gar nicht hin. Irgendwie war doch, glaube ich, noch ein Tor, das man hier öffnen konnte, oder nicht? Oder täusche ich mich da jetzt? Das kann natürlich auch gut sein. Das ist jetzt die ultimative Frage. Ne, da unten war, glaube ich, der Hundekuchen. Den wir ja derzeit nicht aufnehmen können, weil wir bereits 6 Hundekuchen mit uns führen. Der Hund und ich sind irgendwie beide relativ selten gestorben, aber was mir gerade auffällt, ich könnte mir mal einen Krafthauch nehmen. Ich fühle mich so schwach mit meinen, ja, 31 abgezogen. Ja, und wieder können wir diesen blauen Schimmer genießen. Gefällt euch das auch so? Ich komme schon total bekloppt vor, weil ich jedes Mal sage, oh, ich finde das total schön, ich finde das total toll, wenn das da so ist. Es ist ja so. Aber ich komme mir wirklich bekloppt dabei vor, wenn ich das immer sage. Wirst du lebst noch? Are you serious? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er nicht bumm, knack, peng gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hier gab es hier nicht noch irgendwo? Das ist die. Den daneben hatten wir ja schon mal. So, jetzt will ich aber hier nochmal gucken. Das ist hier ein Stückchen weiter. Genau. Waren wir da schon drin? Ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach nochmal raus. Lassen wir erstmal. Brauchen wir gar nicht. Ich werde jetzt hier, glaube ich, diesen Ausgang hier mal bemühen, den wir hier eben gerade gefunden hatten, wo wir dann zu der Formel gelangt sind. Da werde ich jetzt gleich nochmal gucken gehen. Diesem Ausgang, ob wir da irgendwie hinkommen noch an diese Stelle. Denn da würde ich ja auch zu gerne mal reinschauen. Vielleicht finde ich da ja auch noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Wie ist eigentlich unser Befinden im Sinne von Geld? 10.922. Ja, dank des Marktes in alle Lache mal habe ich jetzt wieder relativ viel Geld in der Tasche. Das Schöne ist ja, da gibt es ja diesen Trick, dass man eben einfach nur mindestens 5 Juwelen in der Tasche haben muss und irgendwas, was die olle Pfandleierin da sich angucken kann. So, okay, bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich möchte ja einen Weg suchen, zu meinem Hund zu gelangen, beziehungsweise eben auf die andere Seite des Raumes. Hallo, die Enten. Na, ihr Schnuggelputzels, wie sieht's aus? Wollt ihr sterben? Ich hab so das dumpfe Gefühl, ihr wollt. Ja? Du hast genug Nektar, war auch gar nicht zu erwarten oder so. Jax. Die sind so doof zu erwischen. Ah! sagte sie und traf direkt. Das ist cool. Da freue ich mich gerade. Total banal eigentlich, aber... Hier ist wirklich nichts unten, oder? Muss ich das verwechseln mit irgendeinem anderen Dungeon? Naja. Kann ja mal passieren.
Ich hätte trotzdem schwören können, dass es auch in der Pyramide solche Sachen gibt, aber ich... Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es nicht so. Aber mein Gott, ich erinnere mich halt auch nicht an alles. So, hier komme ich jetzt raus wieder. Oh, ich hasse das, wenn es sich das hier ständig aufhängt, aber da kann ich leider gar nichts für. Na? Kommen wir jetzt raus? Ja. War ich hier an dieser Seite schon? Keine Ahnung. Bist daneben gehüpft, hast du gemerkt? Bleibst du da stehen? Ja, er blieb da stehen. Kommst du wieder? Nicht? Das ist aber doof jetzt. Ah, egal. Hitzeblitz macht's. Vielen Dank. Nixer, hallo, Schnucki. Wolltest du mich mal stürmisch begrüßen, hm? Du, ich kann gerade nicht mit dir schmusen. Das geht nicht. Ich hab's ein bisschen eilig, weißt du? Außerdem ist jetzt viel zu wenig Publikum, das wird sich gar nicht lohnen. Ich mag's nur, wenn da wirklich auch ein bisschen Publikum ist. Sonst bringt das ja alles nichts. Sonst habe ich ja keinen, den ich neidisch machen kann mit meinen Schmusekünsten. Boah, es laggt gerade so hart. Das heißt, für mich mal wieder Safe State setzen. Hey, wie so selten. Ja, hier seht ihr mal wieder das, was ich so absolut geil finde. Hier so, ja, diese Pyramide an sich. Dann hier oben mit diesem geilen Wasser. Oh, ich weiß nicht. Das habe ich aber auch in Illusion of Time geliebt. So gerade in Vatermia oder Vatermia. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann wirklich nicht sagen, woran das liegt, aber es ist einfach so.